Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch im schönen, aber etwas trüben Trübmoor. Und irgendwo hier hinten sollte... Ein Hist, was soll ich bloß machen? Cassandra Hallo? Treffen? Ah, da ist sie schon. Ah, Cassandra meinte, dass ihr kommt. Es gibt Neuigkeiten. Okay, sie ist nicht da, aber sie hat ihr Sprachrohr hier abbestellt. Nun, eure Schritte haben wirklich Schwung. Eure Arbeit mit den Hellhälsen ist also gut gelaufen, vermute ich. Hervorragend. Wir haben Fortschritte gemacht, ja. Wo ist Cassandra? Sie folgt einer anderen Spur zum Residuum. Oder einer möglichen Spur. Jemand, mit dem sie zusammenarbeitete, bevor sie Cyrodiilische Sammlungen finanzierte. Viel mehr weiß ich nicht. Sie bat mich, euch auszurichten, dass ihr euch ihnen anschließen sollt, sobald ich euch sehe. Also schätze ich, dass ihr genau das tun solltet. Wo genau soll ich mich ihnen anschließen? Westlich von hier, in der Nähe dieses gruseligen Gefängnisses. Ehrlich gesagt habe ich den Großteil gar nicht richtig gehört. Ich war zu sehr von ihrem Leibwächter abgelenkt. Etwas an der Art, wie er mich ansieht. Bereitet mir eine Gänsehaut, wisst ihr? Aber wir haben Wichtigeres zu besprechen. Was habt ihr und Xukas herausgefunden? Ein Rätsel. Sternenrauch, um zu sehen, was einst gesehen ward. Sonnenloser Saft, um zu lauschen, was einst gelauscht wurde. Argonische Ritualpoesie. Die Worte sind geläufig, aber das Metrum ist völlig schief. Da steckt noch mehr dahinter. Fehlende Verse vielleicht. Ach, ehrlich gesagt, ist Cassandra die Fachfrau für derlei Dinge. Ihr solltet euch aufmachen. Ich werde versuchen, ein paar relevante Schriften dazu auszugraben. Sie scheint sich aber mit diesem Klangbaum oder wie es hieß, auszukennen. Ich gehe mich mit Cassandra treffen. Rauch und sonnenloser Saft. Seltsam, dass der Hist der Hellhälse solch triste Worte sprechen würde. Vielleicht beschreibt er eine Art dunkles Zeitalter. Der alessianische Vorstoß in der ersten Ära? Oder vielleicht ein dunkles Zeitalter, das noch kommen wird? Oh je, hoffen wir, dass es nicht das ist. Warum hat Cassandra diesen Leibwächter angeheuert? Peitschenschwanz, richtig? Ach, ich wünschte, ich wüsste es. Er ist einfach unheimlich, oder? Sie hat ihn vor ungefähr 6 Monaten angeheuert. Ich glaube nicht, dass Cassandras Leben auch nur ein einziges Mal bedroht war. Aber er ist ständig bei ihr und starrt uns an. Vielleicht feuert sie ihn ja nun, wo ihr da seid. Drückt uns allen die Daumen. Was hat euch hierher nach Alten Meerhill geführt? Cassandra hat mich gerufen. Ehrlich gesagt ist es nett, ab und zu mal aus meinem Arbeitszimmer herauszukommen. Ich dachte, ich sehe mir eine Partie Theba Eno an, wenn ich schon mal hier bin. Aber ich schätze, das wird wohl warten müssen. Ich muss zurück nach Lilmod, um dieses Gedicht von euch näher zu untersuchen. Aber hatten die nicht eigentlich gesagt, dass sie lieber zu Hause bleiben sollte, weil das sicherer für sie ist? Oder war das nur in dieser einen Folge? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wie steht es um die Erkunder, die wir gerettet haben? Oh, denen geht es im Grunde gut, auch wenn sie von allem ein bisschen erschüttert sind. Ein paar von ihnen haben dem Erkunderdasein endgültig abgeschworen. Kann man ihnen kaum vorwerfen, schätze ich. Zum Glück hat sich Zardasa zum Bleiben entschieden. Sie würde nie zulassen, dass ihre Laufbahn mit einer Entführung endet. Dafür ist sie viel zu stolz. Na, das hört sich doch positiv an. Findet Cassandra. Das ist ein gutes Stück von hier entfernt. Aber ich denke, ich hoffe, dass das nicht so weit ist, dass wir das unbedingt rausschneiden müssen. Oh, Platinflöte ist immer gut. Und auch immer wichtig, das nehmen wir mit. Können wir hier ein bisschen... das war eine blöde Abkürzung, weil sie eigentlich in die falsche Richtung geht. Mal wieder und mal wieder nicht. Moment, hier komme ich hoch. Und gleich irgendwo links, aber ich glaube, da sollte ich dann doch lieber dem Weg folgen. Sah mir jetzt doch sehr tief aus. Muss ja nicht überall reinlaufen. Höher, wo ist sie denn? Das bringt nichts. Die Taschen sind schon leer. Gut, nichts ist je so simpel.
Komm mit dir auch hin. Wenn ihr etwas zu sagen habt, sagt es Cassandra. Was genau macht ihr für Cassandra? Habt ihr Schlamm in den Ohren? Ich mache für Cassandra das, was ihr für Famia macht. Nur, dass ich besser darin bin. Wie kommt ihr darauf? Ich kenne Trübmoor. Besser als die meisten. Wollt ihr einen Rat? Natürlich wollt ihr den. Man überlebt in Trübmoor nicht wegen der Karten oder der Führer oder wegen seiner guten Manieren. Man überlebt durch seine starke Entschlossenheit. Die Entschlossenheit, das zu tun, was nötig ist. Und zwar jederzeit. Ihr werdet feststellen, dass ich sehr stark bin. Ja, vielleicht bekommt ihr eines Tages die Gelegenheit, mir das zu zeigen. Das könnte lustig werden. Für mich sicher. Wie konnte jemand wie ihr Cassandras Leibwächter werden? Jemand wie ich? Lustig. Ihr seid lustig. In Wahrheit ist es so, dass sie es war, die nach mir gesucht hat. Cassandra hat ein Näschen für Talent. Sie will Ergebnisse sehen. Ich liefere sie. Bezahlt sie euch gut? Hey, ihr meint, ich würde das des Goldes wegen tun. Tue ich natürlich nicht. Und ihr auch nicht. Wir beide. Wir tun einfach, was wir tun. Ob nun reich oder arm oder irgendwo dazwischen. Tut nicht so, als wärt ihr eins von diesen Tagelöhner-Schafen. Falsche Bescheidenheit ist unter unserer Würde. Hat er nicht ganz Unrecht? Ihr habt uns gefunden. Gut. Wie ihr seht, sind wir auf einige Schwierigkeiten gestoßen. Ich entschuldige mich für den hässlichen Anblick. Trugen eure Nachforschungen im Hellhalsdorf Früchte? Wir haben ein Rätsel über das Residuum von Argon erhalten. Was ist hier geschehen? Mord anscheinend. Das Opfer ist... war... Hezasi. Ein ehemaliger Kamerad. Nicht so angenehm oder gebildet wie Famia, aber auf seine Art durchaus nützlich. Er verkehrte in weniger ehrbaren Kreisen. Ich hatte gehofft, dass er etwas Licht in die Pläne der Schwarzgarde bringen könnte. Wie ist er gestorben? Das versuchen wir herauszufinden. Was auch geschehen ist, es war weder sauber noch schnell. Was für eine Verschwendung. Wenn die Schwarzgarde es auf ihn abgesehen hatte, muss Hezasi doch etwas über das Residuum gewusst haben. Seht, ob ihr hier etwas finden könnt. In Ordnung. Ich werde nach etwas suchen, was mit dem Residuum zu tun hat. Seine Kehle wurde durchgeschnitten. Einfache Verbände konnten den Blutfluss nicht stoppen. Suche weiter herum. Handle mir dadurch so manche Narbe ein. Die Einheimischen wissen nichts über er. Solche Informationen geben sie nicht weiter. Das ist alles Histwissen. Instinkt. Nichts Konkretes. Macht die Sache schwieriger für mich. Ich hasse harte Arbeit. Die Schwarzgarde macht es richtig. Die nehmen den Stämmen die Sachen weg. Sachen, mit denen sie mit ihren Hist sprechen. Vielleicht kann ich ja eher so finden. Aber die sind verrückt, sich mit den Todwasser anzulegen. Diese Nagas werden es nicht dulden, dass ihnen Relikte oder so geklaut werden. Naja, werden sie schon merken. Er kommt heute noch mal vorbei. Sagt, er müsste mir jemanden vorstellen. Okay, Seite 1 war hier. Ich werfe mit noch mehr Geld herum auf der Suche nach R. Hätte bessere Chancen, Sanguines Arsch im Tempel von Mara zu finden. Entschuldigung, YouTube, ich war nicht am Fluchen, das steht da. Er wird schon wieder aufdringlich. Ich stehe meinen Mann, aber ich habe so einiges über ihn gehört. Und zwar nichts Gutes. Wenn ich doch nur die Sache mit Cassandra hinbekommen könnte. Die Sache mit Cassandra. So. Und Seite 3. Bilichalus 5 Gold. Kaga Flavonius 7 Gold. Hihup 3 Gold. 2 Fischernetze. Warum? Der Ork mit der Hasenscharte. Name?
18 Gold. Was habt ihr gefunden? Zeigt sie mir doch bitte. Sachen, die ich nicht verstehe. Ausgerissene Seiten aus dem Tagebuch von Hezasi? Ich will ja nicht schlecht von den Toten reden, aber ich muss zugeben, ich bin schon etwas überrascht. Er kam mir nie so hingebungsvoll vor, als dass er ein Tagebuch führen könnte. Wenn er etwas über das Residuum wusste, könnte sich dies als unermesslich kostbar erweisen. In einem von diesen hier wird erwähnt, dass die Schwarzgarde nach Relikten der Agonia sucht, um mit dem Hiss Zwiesprache zu halten. Also hat die Schwarzgarde erfahren, was wir schon wussten. Die Wahrheit über das Residuum kann meinen Eigeschwistern nicht mehr entrissen werden, weil sie es nicht wissen. Nur ihre Stammesrelikte können die Antwort bieten. Wie habt ihr das Rätsel der Hellhälse in Erfahrung gebracht? Wir haben ein besonderes Windspiel geläutet, um Zwiesprache mit dem Hiss zu halten. Versteht ihr? Die Stimme des Hiss braucht einen Überträger. Etwas Körperliches, das als Mittel der Verständigung fungiert. Die Schwarzgarde konnte das Windspiel der Hellhälse nicht erlangen. Aber sie will offensichtlich dem Stamm der Todwasser ein Relikt stehlen. Mutig, aber auch ungeheuer dumm. Ihr wollt also, dass ich mit dem Stamm der Todwasser spreche und herausfinde, welches Relikt es sein könnte? Haargenau. Ihr kennt eine Karl dieses Stammes, oder? Jaxig Orn, wenn ich mich nicht irre. Sucht sie auf und tragt unser Anliegen vor. Wenn der Stamm der Todwasser eine Möglichkeit hat, mehr über das Residuum zu erfahren, müssen wir es vor der Schwarzgarde finden. In Ordnung. Ich gehe ins Todwasserdorf und suche Jaxig Orn auf. Gute Reise. Sobald ihr eure Angelegenheiten mit dem Stamm der Todwasser abgeschlossen habt, treffen wir uns im Hauptquartier von Cyrodiilische Sammlungen in Lilmot. Wir sind dicht dran. Ich kann es schon fast spüren. Ihr scheint ziemlich aufgeregt wegen dieser Reliktsache zu sein. Bitte. Missversteht mein stoisches Verhalten nicht als einen Mangel an Enthusiasmus. Das ist alles ungemein aufregend. Aber als Antwort auf eure Frage, ja, die Überlegenheit dieser Relikte ist eine spannende Entdeckung. Es stützt eine Theorie von mir über den Hist. Was ist eure Theorie? Nun, ich habe vor einigen Jahren eine Abhandlung zu diesem Thema geschrieben. Eine kurze mit nur 400 Seiten. Doch ich schätze, ich kann sie für euch zusammenfassen. Die Argonier haben eine besondere Beziehung zu ihrem Hist. Sie hören seinen Willen, schmecken seine Erlasse. Sie? Meint ihr nicht wir? Ihr seid schließlich auch eine Argonierin. Ja. Nun, das ist es ja gerade. Ich kann den Hist nicht hören. Was meint ihr? Wenn ich meine Hände auf die Rinde des Hists lege oder im Schatten seiner Zweige ruhe, höre ich nichts. Kein Flüstern, kein schwacher Geruch oder beruhigende Töne. Einfach nur Stille. Ohrenbetäubende Stille. Das tut mir leid. Vielen Dank. Ich muss gestehen, dass mich das Schweigen beunruhigt. Aber versteht ihr, meine Eigeschwister brauchen auch Mittler. Mit diesen Antiquitäten, den Windspielen, den Todwasserrelikten und sogar dem Residuum selbst kann ich vielleicht endlich etwas hören. Ich finde diese Stimme irgendwie so süß. Das hört sich an wie so ein nettes Mütterlein irgendwie. Ich werde jetzt mal zum Zielort reisen und dann werde ich euch gleich wieder hinzuschalten. Bis gleich. Ich verenge die Augen zu Schlitzen. Ich weiß, wonach ihr sucht. Ihr und die Schwarzgarde. Zoye und ich hacken und spalten und stechen. Aber trotzdem schwimmen jeden Tag mehr Oyels über unsere Grenzen. Alle suchen nach dem Residuum von Argon. Ich muss es zuerst finden. Ich werde es zuerst finden. Ihr wisst, dass ich nicht das Geringste für die Schwarzgarde übrig habe. Wir können das Refugium gemeinsam untersuchen. Ich denke darüber nach. Wir haben viele Wilde getötet. Das werden wir wieder tun. Wenn der Hist euch als würdig für die Geheimnisse des Residuums erachtet, werdet ihr überleben. Falls nicht, dann nicht. Ich jage Schwarzgardisten.
Sie treiben sich in der Nähe unseres Dorfes herum und pflücken sich Grabflöcke, als wären es Salzgänseblümchen. Die Schwarzgarde meint, dass Stammesrelikte sie zum Residuum führen werden. Sind diese Grabflöcke irgendwie besonders? Ich hebe eine Stirnwulst. Besonders? Ja. Unsere Grabflöcke halten nicht nur die Toten an ihren Ruhestätten fest. Jeder erzählt eine Geschichte. Manche sind so alt wie der Stamm selbst. Einige unserer größten Rajkals hatten sogar die Ehre, dass ihre Pflöcke aus einem Zweig des Hists gefertigt wurden. Könnten die Geheimnisse des Residuums in einen dieser Grabflöcke geschnitzt sein? Ja, umso mehr Grund, diese Schwarzgardisten tot zu hacken. Trefft mich im Sumpf östlich des Dorfs. Dort wartet unsere Beute. Auch viele ungepflockte Moorfäulen, aus ihrem Totenschlaf befreit von diesen diebischen Wilden. Zeigt die Zähne, Oje. Oh yeah. Es ist Zeit für einen Krieg. Ich treffe euch vor dem Dorf. Geht in die Jagdgründe, hoffentlich nicht in die ewigen Jagdgründe. So, wo sind die denn? Links von uns. Moment, da muss ich aber hier rum. Das ist nämlich kürzer. Und irgendwo direkt hier soll ein Eingang sein. Oder steht sie einfach nur hier? Achso, hier. Schon hier. Ihr seid flink, Oyel. Das muss ich euch lassen. Aber genug der Schmeicheleien, finde ich. Jetzt zur Kriegssprache. Wir suchen die Grabflöcke mehrerer Totwasserkahl. Und Vergeltung. Ich weiß, wie wir an beides kommen. Was schwebt euch vor? Die Schwarzgarde stiehlt die Grabflöcke unserer gefallenen Eigeschwister ohne Respekt vor deren Zweck. Nun ersticken die Flüsse vor lauter Moorfäulen. Tote und doch nicht tote Dinge, die Nager verschlingen. Mit etwas Gerissenheit werden wir nun dafür sorgen, dass sie nur noch Schwarzgardisten fressen. Klingt gut. Was müssen wir tun? Die Wilden von der Schwarzgarde stellen Paniers auf. Das sind Dampfer. Gestelle mit öligem, verdorbenem Fleisch, die die Moorfäulen daran hindern, ihre Witterung aufzunehmen. Zerstört die Dampfer, während wir die Grabflöcke bergen. Die Toten, doch nicht Toten, werden dann unsere Feinde finden und den Rest erledigen. In Ordnung, ich zerstöre die Dampfer und berge die Grabflöcke. Dieses Mal greifen wir wie ein Mann an. Eine Schlange, zwei Köpfe. Macht ihr euch Sorgen, dass uns die Moorfäulen angreifen könnten? Eine einzelne Speerameise bedeutet nichts, doch ein Schwarm bedeutet den Tod. Allein kann uns eine Moorfäule nichts anhaben, aber wenn sie sich in großer Zahl zusammenfinden, dann sind sie auch eine große Gefahr. Sie bringen demjenigen, der gegen sie kämpft, zu dem großen Ruhm. Mein Eibruder Zoyei ist im Kampf gegen Moorfäulen gefallen. Das tut mir leid. Das braucht es nicht. Es war eine glorreiche Schlacht und er kämpft immer noch an meiner Seite, seht ihr? Für die Totwasser ist der Tod eine Gewissheit. Aber der Tod bringt neues Leben als Schild und Bogen oder Axt und Messer. Ist ihre Zeit gekommen, zieht die Seele weiter. Alles wandelt sich, aber nichts endet. Das ist sehr poetisch. Ich schürze die Lippen. Poetisch. Ein anderes Wort für weich, wenn ich mich nicht irre. Weiche Worte gehören zu Hellhälsen wie Xukas. Das reicht mit der Eibeschau. Wir haben etwas zu erledigen. Was genau sind die Grabflöcke? Wir nennen sie Xulwarz. Sie erzählen die Geschichten unserer Siege und unserer Niederlagen. Anekdoten aus Kindertagen, Namen von Freunden, Träume, Albträume. Außerdem halten sie die Toten dort fest, wo sie hingehören. Im Schlamm. Erheben sich die Toten in dieser Gegend oft? Oft genug, damit sie sich einen eigenen Namen verdient haben. Moorfäulen. Viele sonderbare Dinge pirschen durch die tiefe Trübnis, Oyel. Bestien aus Ranken und Stein,
Riesige Hatschmota, Geisterleute, Schleime, Pflanzen mit Mäulern wie von Krokodilen. Die Toten doch nicht Toten wirken da im Vergleich eher zahm. Wenn man diese Grabpflöcke verwendet, um die Toten festzunageln, dann hindert sie das daran, sich nicht zu erheben? Ich nicke mit dem Kopf. Ja, bis irgendein schwanzhebender Wilder den Pflock stiehlt. Seht ihr, wir sind wieder am Anfang. Ja, irgendwie schon. Sammelt die Grabpflöcke 3 Stück und 3-mal die Dings da vernichten, die Dampfer. Ich möchte denen jetzt nicht unbedingt in die Hände laufen, obwohl, nee, das sind die anderen, das sind gar nicht diese Moorfallen. Die Moorfallen, die machen ziemlich viel Giftschaden. Es ist jetzt natürlich nicht übermäßig, aber es ist schon nervig, muss ich sagen. Das war nicht das, was ich angeklickt hatte. Erstmal einen Chemiker untersuchen. Moment, da hinten ist nichts mehr, also alles in der Richtung. Zerstört die Dampfer. Da müsste aber noch ein Grabflock sein hier. Grabflock, Grabflock? Müsste doch da sein. Nee, Moordampfer ist da. Da! Ha! Gut. Die Moorfäulen werden sich bald an diesem Lager laben. Macht das, Leute. So, jetzt nehmen wir erstmal den, der am weitesten weg ist. Den ich nicht finde. Wo ist er denn? Da. Euch muss ich leider umbringen. Es tut mir leid. Beziehungsweise nicht. Ja, diese Schwarzgardisten zahlen einen hohen Preis dafür, unseren Stamm herauszufordern. Ja, wie immer könnt ihr gerne auf Pause drücken und das Ganze lesen. Aber direkt hier vorne sollte eigentlich auch noch was sein. Moment. Grab. Ach, da hinten. Ah. Ich hab's gesehen. Leider direkt bei so einem Viech hier. Das waren jetzt allerdings nicht die, die ich meinte. Glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Das scheint irgendwo... Oh, Hallöchen. Wenn wir eine Truhe finden, nehmen wir sie doch gerne mit. Haltet eure Augen nach einer Schenke offen, wo wir das ausgeben können. Ja, kein Problem. Solange du mich einlädst, ist alles gut, Basti. So, hier sind... Ich komme hier nicht durch. Hallo? Sind uns doch die Dinger. Nee, die machen keinen Giftschaden, sondern die machen diesen Flächenschaden. Das war, glaube ich, das, was mal so genervt hat. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, keine Ahnung. Hier oben müsste noch was sein. In der Mitte oder so? Nee, da hinten. Ach, da. Ja. Los geht's! Euch muss ich leider beseitigen. Zack. Gut gemacht. Nun reist nach Norden. Wir überfallen ihr Hauptlager und bringen das zu Ende. Machen wir. So, hier ist das Lager. Wo ist sie? Hier drüben, oh je. Yeah. Wo ist hier drüben? Hier. Ich weiß, dass ich davon sprach, wie ein Mann zu kämpfen. Aber diese beiden waren laut und töricht. Zoye und ich mussten sie töten. Bevor sie starben, sprachen sie über das Residuum und die Grabflöcke aus Histholz. Was hat er denn gesagt? Einer schrie den anderen wegen eines Relikts an, das sie nicht finden konnten. Den Grabflock eines Kronakals. Der große Todwasser-Kriegshäuptling namens Etra viele Speere. Nur wenige Todwasserkrieger reichen an Etra heran. Er ist Wutulm. Ihr würdet das eine Legende nennen, glaube ich. Und sein Grabflock führt einen zum Residuum von Argon?
Ich blinzle. Vielleicht? Das Lesen eines Xulwats ist Arbeit für einen Grabessinger. Wir wissen nichts Genaues, ehe wir uns den Grabpflock nicht holen. Ihr werdet um ihn kämpfen müssen. Alle Todwasser-Karls kennen Etras Ruhestätte. Blickt nach Westen und folgt dem Grat. Dort liegt sein Grabmal. Ihr werdet mir helfen, gegen ihn zu kämpfen, richtig? Mein Schwanz sinkt herab. Etras Grabmal, das seinen Namen trägt, ist ein unreiner Ort. Wahat. Oder Tabu, wie es bei den Trockenzungen heißt. Zoyei und ich können dort nicht kämpfen. Aber ihr schon. Falls ihr Etra den Pflock entwinden könnt, dann bringt ihn zur Hütte des Grabessängers. Und falls ich das nicht kann? Dann werde ich euren Leichnam holen und aus eurem Schädel einen Helm machen. Das ist das Mindeste, was ihr euch verdient habt. Na schön, ich hole mir Etras Grabpflock und treffe euch in der Hütte des Grabessängers. Warum so schlaff? Stellt eure Kriegsschuppen auf. Etra war eine Legende, ja. Doch das, wogegen ihr kämpft, ist nicht Etra. Es sind die nicht gebrauchten Teile, zusammengehalten durch Schleim und Magie aus der alten Zeit. Eine Bestie zum Zermalmen und Zerhacken. Nehmt eure Waffe und schlagt heftig zu. Gibt es sonst noch etwas, was ihr mir über die Etra viele Speere sagen könnt? Ein Karl hat keine Zunge für Geschichten. Aber ich werde mein Bestes geben. Die Nahesh-Ältesten sagen, dass Etra eine Seele hatte, die älter als der Stamm selbst war. Noch bevor er schlüpfte, hörten die Eiheger ihn in seiner winzigen Schale singen. Blut, Tod, Ruhm. Und er wuchs zu einem Helden heran? Ich schüttle den Kopf. Ein Held für uns. Für euch nicht, glaube ich. Etra zog über die Marsch hinweg wie ein Gewittersturm. Er fällte große Bäume, er schlug gewaltige Bestien und fraß die Herzen großer Krieger. Oft nahm Etra die Grabpflöcke seiner Gegner als Trophäe mit. Was hat er mit diesen Pflöcken getan? Er lagerte sie in jenem großen Gewölbe aus Stein ein, das schließlich zu seinem Grabmal wurde. Jener Ort, an dem ihr ihm entgegentreten werdet. Das Grabmal von viele Speere. Eines finsteren Tages bemächtigte sich ein großer Schleim des Gewölbes. Als Etra davon erfuhr, wurde er zornig und griff an. Hat er gewonnen? Das hat er nicht. Er starb. Ruhmreich. Viele große Todwasser-Karls drangen in das Grabmal ein, um nach Teilen von Etra zu suchen. Knochen oder Sehnen, um daraus mächtige Waffen zu fertigen. Sie starben allesamt. Nun gehen ihre Leichname und das, was von Etra noch blieb, auf ewig in diesem Grabmal um. Wie ich schon sagte, Wahat. Diese Geschichte war gar nicht so schlecht. Ich verdrehe die Augen. Wenn ihr euch nicht beeilt, erzähle ich am Ende noch die Geschichte von der lahmbeinigen Oyel, die das Residuum von Argon verlor. Jetzt geht, sputet euch. So, ich schau gerade mal, hier oben ist tötet viele... hier oben ist nicht tötet viele Speere, sondern tötet viele Speere ist da oben. Sieht mir aber nicht so aus, dass das tatsächlich in einem Verlies drin ist. Sondern ich glaube, die ist einfach so hier draußen. Sollte aber... Ah ne, es handelt sich doch um ein Verlies. Aber der Weg scheint nicht so weit zu sein. Wo ist sie denn? Hui! Hallöchen! Falsche Seite! Guten Tag! Der hängt irgendwie im Schleim drin, ne? Sieht gar nicht so gut aus. Ja, natürlich. Jetzt nimmt das an. Super. Das
Habt ihr ganz toll gemacht? Ja? Hallo? Kommt der nochmal wieder? Hallo? Der hängt da so drin? Was geht denn jetzt ab? Im vollen Block werde ich hier in der Gegend rumgeballert? Die habe ich gar nicht gesehen. Wieso hast du... Hä? Hallo? Den kann ich überhaupt gar nicht... Hä, was ist jetzt los? Er kann mich treffen, aber ich kann ihn nicht treffen. Was ist das denn für ein Quatsch? Hab ich hier irgendwas übersehen? Ich habe ja hier kein Ziel oder so. Ist das verbuggt? Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Leute. Ja, ich würde sagen, Teso ist leicht kaputt. Nee, jetzt kann ich ihn endlich wieder machen. Aber der andere, der ist immer noch da. Also irgendwie ist das gerade sehr seltsam. Hallo. Wenn er mich angreift, kann ich den Grabflock nicht nehmen. Alter, was war das jetzt gerade? Also, komme ich denn da wieder hoch? Nee, hier nicht. Hat er mich die ganze Zeit angegriffen, obwohl der ja eigentlich gar nicht mehr da war? Weil ich konnte ihn auf jeden Fall nicht treffen. Das war jetzt irgendwie seltsam. Das war jetzt richtig, richtig komisch. Solltet ihr den Bug auch haben, dann, ne? Macht das gleiche wie ich. Wartet einfach. So, wir müssen eben wieder zurück zum Dorf. Aber das sieht mir jetzt nicht so weit aus, dass ich das jetzt hier rausschneiden muss, zwangsläufig. Ich glaube, hier vorne ist irgendwo der Eingang, oder? Ja, das sieht gut aus. Und sie sollte hier drin sein. Dann ist das Etras Geschichte auf dem Grabflock oder die des Hists? Beides, meine Karl. Was ist unsere Geschichte, wenn nicht die des Hists? Ich sehe euch zurückkehren. Ihr habt Etra vernichtet? Gut, lasst diesen Sieg die Wurzeln erzittern. Grabessänger Ki'at hat mir erzählt, dass das, wonach wir suchen, nicht in den Symbolen auf dem Grabstock, sondern im Holz selbst zu finden ist. Ich weiß nicht, wie man Holz liest, aber er sagt, ich muss es tun. Hier ist Etras Grabflock. Ich schüttle den Kopf. Er ist ein Grabflock wie die anderen auch. Ich weiß nicht einmal, wonach ich suchen sollte. Die Symbole sind abgenutzt, aber... Wartet. Ich sehe es. In der Maserung. In den Wirbeln und den Knoten. Das Residuum. Es schwimmt im Holz. Ich kann es fast berühren. Verrät der Flock, wo das Residuum ist? Geduld. Da sind Worte. In einem Garten, in einem Schlund aus Stein. Ja, das ist alles. Mehr sehe ich nicht. Das muss etwas zu bedeuten haben. Wenn wir doch nur... Wem sind wir nachgejagt? Einem Garten? Ich zische Feuer. Warum konnte es nicht einfacher sein? Kaok, da muss noch mehr sein. Was wisst ihr, was wir nicht wissen? Ich werde alles mit euch teilen, was ich weiß, wenn ihr euch uns in Lilmot anschließt. Wer ist denn uns? Diese Stümperin Famia? Xukas? Die Trockenschuppe Cassandra? Ein Nest voller Schwachschuppen und Betrügereien der Oyel. Ich werde nicht... Es tut mir leid. Die Todwasser sind ein misstrauisches Volk. Aber ihr verdient meinen Respekt und mein Vertrauen. Ich werde mich euch in Lilmut anschließen. Hab Dank.
Ich werde euch im Hauptquartier von Cyrodiilische Sammlungen treffen. Ja, und genau das habe ich auch vor. Allerdings werden wir das erst in der nächsten Folge tun. Deswegen verabschiede ich mich erstmal und in der nächsten Folge, ja, wird sich die ganze Truppe dann wieder zusammenfinden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.